So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Kart DS. Wir, oder ich gesagt, ehrlich gesagt, habe auf Screen Panzer Cup auf Gold gemacht. Und wir sehen uns dann jetzt im Blumen Cup. 150 CCM, meine Freunde. Glühheiße Wüste. Oh, die Angry Sun habt ihr wieder gesehen. Geil. So, das ist eine neue Strecke, damit du Bescheid wisst. Also, es gibt wieder die neuen Strecken. Im letzten Part waren es ja die Remake-Strecken, die so gesehen als Bonus für Mario Kart DS gedacht waren. Und die heutzutage in jedem Mario Kart dabei sind. Was ich auch ziemlich cool finde, weil dann sieht man zumindest, was für ein Unterschied das ist. Zum alten, zu den alten Teilen so. Weil man merkt da immer einen riesen Unterschied. Okay, gut, bei Mario Kart DS und bei Mario Kart 7 hat man wirklich nie die Unterschiede zwischen den Gamecube-Maps oder sowas gesehen, aber so eine SNES-Maps eigentlich schon. Bei Mario Kart 8 sieht man immer einen Unterschied. Also, das war immer grafisch tausendmal überlegen. Also, Handhelds sind natürlich nie immer so gut. Ist ja auch klar. So, boom. Schön abgekürzt. Wir sind immer noch Dritter. Ich will mal Erster werden. So, jetzt sind wir Zweiter. Erster sogar. Passt perfekt. So, was mir aufgefallen ist, und zwar der Drift ist hier sehr eigen. Man muss hier schnell links und rechts drücken mit dem Steuerkreuz, damit man seinen Boost überhaupt bekommt beim Driften. So, ich bin nur Vierter, Alter. Ja, deine Mama. Weißt du was? Deine Mutti. Deine Mutter ist ein Kokschagu. Schablago! Wo ist der Typ? Ah, hier. Hier ist der Typ. So. Verpiss dich, Yoshi. Piss dich. Jawohl, Todd ist weg. Oh, Madigo und Wario auch. Was perfekt, oh, Madigo. Okay, ich kann natürlich nichts machen. Ich muss nur ins Ziel kommen. Perfekt. Erster. 10 Punkte. Das ist so geil. Also so knapp vom Ziel immer überholen, das ist so ein cooles Gefühl. Piazzale Delfino, eine im Sunshine angelehnte Map, ist ja auch klar. War erstmalig in Mario Kart DS. Weil, ich glaube, es gab aber noch eine Mario Sunshine Map auf dem Gamecube-Teil. Das kann sein, glaube ich. Aber hier gab es irgendwie noch eine. Und bei Mario Kart 8 gab es ja auch irgendwie noch eine. Also Sunshine muss echt sehr, sehr beliebt sein, wenn Nintendo da wirklich viele Strecken davon reloadet. Oder eher gesagt, Strecken basierend von Super Mario Sunshine baut. Oder die mögen es auch. Das kann nämlich auch sein. Also es gibt bestimmt Entwickler, die sagen, Mario Sunshine, echt geiles Spiel. Haben echt super Arbeit gemacht. Dazu machen wir wieder eine Map oder sowas. Kann ich mir schon vorstellen, so. Oh, fuck! Alter, die rutschen aus, guck mal. Und dann haben die schnell wieder Schwung. Wie kann denn das sein? Ich glaube, weil Thor halt ein Leichtgewicht ist. Ich hätte ihn echt nehmen sollen. Dann habe ich wahrscheinlich auch immer im alten LP genommen. Glaube ich. Aber hier anscheinend nicht mehr. Ach, bin ich blöd. So, wo ist der Typ? Wo bist du, Boy? Ich hoffe, ich sehe dich mal wieder. So, die Strecke ist natürlich sehr, sehr schwer zum Driften. Und überhaupt allgemein sehr, sehr schwer, finde ich. Allgemein irgendwas zu tun. So, boom. Ach, perfekt. Ach, scheiß Banane. Okay, sehr schön. Alter, ich bin jetzt noch nicht Erster. Wario ist noch vor mir und Thor hat mich auch anscheinend überholt. Nicht so schön. Gut, Thor ist überholt. So, jetzt fehlt nur noch Wario. Wie überhole ich den Schlawiner denn? Das wird echt schwer werden. So, sehr gut gedriftet. Fuck. Seh nix.
Verdammte Scheiße. Oh, danke schön, danke schön. Keine Banane, danke, danke. Bitch, please, erster. Immer vor dem Ziel. Ich weiß, ich bin nicht so extrem gut in dem Spiel, aber wer ist es auch? War jetzt nicht wirklich der Mario Kart DS Pro Zocker. War einigermaßen gut in dem Spiel, aber nicht extrem gut. So, das ist eine gute Strecke. Die wünsche ich mir, dass sie geremaked wird. Ich glaube, ich weiß... Ist sie geremaked? Nie, ne? Nee, die wurde nicht... In Mario Kart 8 wurde sie nicht geremaked. Das hoffe ich so sehr als DLC zum Beispiel. Könnte man eigentlich ja machen. Die machen bestimmt da irgendwie noch ein DLC. Und diese Strecke soll geremaked werden. Ich hoffe es so sehr, weil die sieht dann so geil aus bestimmt bei Mario Kart 8. Die wird so extrem geil aussehen. Und das ist eine der geilsten Strecken, die ich überhaupt, wie ich finde, überhaupt. Ich meine, eine Pinball-basierende Strecke. Wie geil ist das denn bitte, Bitches? Vor allem, da fährt auch ganz halt eine Kugel rum. Und das finde ich an sich schon geil. Und die Strecke ist jetzt auch nicht so schwer. Also die kann man auf jeden Fall fahren. Jetzt nicht so, dass es für Pros ist, die Strecke. Alter, verdammt. Ich war ja zweimal Erster bis jetzt, ne? Gut, da kann ich mir einen schlechten Platz so gesehen erlauben. Aber würde ich natürlich nicht hinausgehen. So, bam. Nochmal bam. Nochmal bam, verpiss dich, ich bin Dritter. Damit bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. So, bum. Boah, die Strecke ist echt sehr, sehr schwer zum Fahren. Verpiss dich. Oh, hier ist Torz. Es geht, Bro. Dich überhole ich noch. Ich will dich noch überholen, Bitch. Mann! Danke, Braman. So. Hier sind die beiden Ersten. Okay, ich sehe noch den Ersten. Wäre cool, wenn ich den noch irgendwie überholen würde. Dann müsste ich die letzte Strecke fein, säuberlich, perfekt geschafft haben. Also den Goldpokal habe ich dann sicher geschafft, soweit ich weiß. Gut, außer wenn ich Letzte werde. Okay, sieht gut aus. Ich kann ihn überholen noch. Okay, jetzt nimmer, denke ich. Wobei, eine rote Shell müsste es reichen. Und? Ich bin Erster! Jetzt muss ich es nur irgendwie schaffen, Erster zu bleiben und dann die Strecke zu absolvieren. Okay, ich bin immer noch... Fuck! Nein! Deine Mutti! Ach, fuck! Kann doch nicht sein jetzt! Mann! Jetzt glaube ich, bin ich sogar Zweiter oder so. Mann! Drecksflipper! Die sollen nicht mehr geremaked werden. So eine Scheiße. Oh, die Strecke ist scheiße. Oh, ja, aber auf die auch habe ich null Bock. Oh, ist das scheiße, ey. Vierter zu werden. Oder eher gesagt, Fünfter war ich, ne? Oh Gott, sogar noch schlechter. Wie scheiße kann etwas sein, bitte? Alter, ich hätte den fast dahin geschubst. Komm, verpiss dich. Tschüss. Mann! Leck mich doch mal! Oh Gott. Dankeschön. Verpiss dich. Ich muss Erster werden. Ich habe jetzt keine andere Wahl.
Ich glaube, Torte ist jetzt einer der besten, oder? Kann das sein? Ist der Erster vielleicht? Es kann sein, dass der jetzt Erster ist. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Deswegen dürfen wir uns das nicht gefallen lassen. Wir müssen da etwas tun. Komm, dich stoßen wir mal. Ich stoß mich selber und ich stoß ihn nochmal. Komm, verpiss dich. So, ich glaube aber nicht, dass ich irgendwie dann noch meinen Titel verteidigen kann. Ich war jetzt nur zweimal Erster und das ist nicht viel. Jawohl, weggebumst. Okay, ich hab so Schiss, ey. Das wisst ihr gar nicht. Ich will Erster werden. Ich muss Erster werden. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt noch Zweiter. Fuck. Nein! Kann doch nicht so viel Pech haben, oder? Perfekt, ich hatte ein bisschen Glück. Ein bisschen so. Ja, ich bin auf jeden Fall Zweiter. Ob ich jetzt immer noch Erster bin, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin Erster noch. Geil. Ja, bin ich jetzt Erster oder nicht? Ja. Zwar nur E-Platz, aber Erster. So, jetzt müsste ich etwas freigeschaltet haben, und zwar den Stern gab. Gut. Das aber im nächsten Part. Also wir werden dann im nächsten Part den Bananen-Cup dann machen. Haut rein. Ciao, bis im nächsten Part.